Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner hier bei eurem Tastenhauer in Hearts of Iron 4 mit Japan. Ja, wir sind immer noch dabei, China zu erobern. Das werden wir auch noch bestimmt ein paar Monate, wenn nicht gar Jahre sein. Der Gegner leistet nach wie vor erbitterten Widerstand. Und wir probieren momentan hier durchzubrechen in Richtung unserer Shanghai-Expeditionsarmee, die hier im Süden fest sitzt, sich so langsam freikämpft. Und wir fangen gerade an, von Norden aus hier die ersten Gebiete möglichst frei zu kämpfen. Aber das wird dauern. Immerhin ein Teilerfolg beim letzten Mal. Wir konnten einige Divisionen hier in diesem Bereich festsetzen, die jetzt nicht nach Süden die andere Gegend hier verstärken können. Und ich hoffe auch, dass uns das hier noch gelingt, sodass Nanjing und diese Gebiete hier wirklich so frei bleiben, wie sie es derzeit tatsächlich bereits sind. Der Gegner kann sich hier kaum noch bewegen. Ist relativ festgesetzt und wir hoffen mal, dass wir hier Erfolg haben, den Gegner weiter zu blockieren, ein bisschen vorzurücken, wo es uns gelingt. Und ja, den Gegner in ganz ungünstige Kämpfe zu verwickeln. Hier oben sind wir bald so weit, dass wir sogar hier zwei Divisionen vermutlich einkesseln können wieder. Ja, all das hilft uns natürlich, aber der Feind ist immer noch mit vielen Truppen ausgestattet, die aber alle kampfschwächer sind als unsere. Das ist so ungefähr die Zusammenfassung und jetzt ist eine Sache, beim letzten Mal habe ich hier fröhlich alle Flugzeuge verlegt und gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass wir natürlich irgendwie eigentlich mal die Regel aufgestellt hatten aufgrund der historischen Begebenheiten, dass eben die Armeeflieger Japans eigentlich eher in Nordchina eingesetzt wurden und die Marineflieger in Süd- oder in Ostchina, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ich glaube, wir nehmen einfach dann einen Hybridansatz und werden das hier so ein bisschen durchmischen. Ich glaube, das macht auch historisch irgendwie Sinn. Warum sollten die sich die ganze Zeit blockieren? Ja, die Marineflieger und die Armeeflieger sind in einer Konkurrenzsituation, aber dass die jetzt zum Teil aushelfen hier im Süden, wenn es hier um so viel geht, ich glaube, das macht Sinn. Wir werden allerdings dann hier eine Gruppe der Luftnahunterstützer und eine Gruppe der, Jäger nach Norden wieder abziehen und sie dann entsprechend hier in Nordchina entsprechend einsetzen. So, alles andere kann erstmal so bleiben, wie es ist. Das ist in Ordnung so und dann haben wir das auch eingestellt. Wir wollen natürlich hier nicht Min-Maxing spielen, sondern wirklich auch möglichst mit einem historischen Setup. Ja, ich hoffe, dass wir hier bald durchbrechen können. Hier in dem Bereich werden wir jetzt den Druck ein bisschen runterfahren, damit wir hier nicht in die Bedrulle kommen, dass so viele Divisionen aus dieser Provinz herausfliehen dürfen. Denn hier wollen wir möglichst viel einkesseln. Das heißt auch, dass wir mit diesen Truppen jetzt den Angriff hier zunächst einmal aufgeben. Und sobald es möglich ist, wenn die sich etwas erholt haben, hier in diese Provinz angreifen werden. Auch deswegen, damit wir möglichst in diese Provinz reinrücken, denn erst wenn wir diese beiden und diese hier genommen haben, hier im Osten die Provinz, dann können wir diese Provinz hier in der Mitte komplett einkesseln. Aber bis dahin wird es noch ein wenig dauern. So, Panzer sind hier unterwegs, die würde ich gerne auch nach dorthin fahren lassen, dass die hier in diesem Angriff nachher mit beteiligt werden können. Und ansonsten würde ich sagen, wir lassen wieder zwei Tage Zeit vergehen, gucken uns dann die Situation noch einmal genauer an. Wir sehen auch, in Nordchina ist was passiert, aber das gucken wir uns gleich an. Die Kempetai wurde gegründet. Auch das gucken wir uns gleich an, wenn es dann soweit ist. So, okay, überall zu wenig Nachschub. Das ist ungünstig. Hier oben sehen wir es schon, 16,6. Woran liegt denn das genau? Unterstützt 6 lokal plus 6. Effizienz der Seeroute. Infrastruktur in Hebei 0. Widerstandsstärke 3,4. Gehorsam 0,2. Ja. Schön. Wie kommt das jetzt zustande, dass das... Ah gut, hier oben ist es auch schon wieder eingeschränkt. 10,6. Dalian unterstützen die auch nur 6. Na gut. Ja, leichte Versorgungsschwierigkeit, weil hier, glaube ich, über den Seeweg auch gerade irgendwie nicht so richtig was ankommt. Das ist ein bisschen strange. Vielleicht ist das auch nur irgendein Berechnungsfehler. Schauen wir mal. So, was haben wir denn hier noch in Nordchina? Aha, die feindlichen Jäger sind wieder aufgetaucht. Das heißt, wir tun gut daran, hier unsere Jäger auch wieder einzusetzen, um den Feind
auf jeden Fall hier zu besiegen. Das wird natürlich eine Weile dauern, bis die wieder effektiv sind. Immerhin haben wir jetzt hier unten eine leichte Verstärkung unserer Flugtruppen. Die machen jetzt hier auch einen ganz ordentlichen Schaden, wie man hier erkennen kann. Das hat sich also schon ziemlich erhöht jetzt hier in den letzten Tagen. Das heißt, die Luftunterstützung hat sich verstärkt. So, der Panzer hier fährt jetzt hier in die beiden Provinzen und danach würde ich sagen, wird er auch hierhin wieder zurückfahren, denn dieser Angriff soll weiter gefördert werden. Er zieht sich zurück. Ja, der Angriff hier 33 gegen 40 und 30 gegen 50, das sollte jetzt eigentlich dem Gegner hier ja, zumindest verhindern, dass er weitere Divisionen hier abziehen kann durch Rückzug. Die hier wollen natürlich ganz gerne gleich nach drüben ziehen. Das heißt, wir müssen unseren Angriff hier bereits beginnen, dass die nicht wegziehen dürfen. Denn das wollen wir natürlich auch verhindern. Hier drüben ist immer noch ein Angriff im Gange. Ja, die Truppen werden sich gleich auch erholen müssen. Das ist völlig klar. Da können wir derzeit auch nicht ganz so viel machen. Dann kann der Panzer auch schon mal mit zum Angriff übergehen. Bitte einmal hier. Und bitte einmal hier. Okay, dann haben wir hier eine Infanterie mit 33, 12, 24, jetzt muss ich wieder rechnen, 54, 57 plus zweimal Panzer, das sind derzeit offiziell ja schon 9, glaube ich, ne? 10 sogar, also nochmal 20, ja, das ist auf jeden Fall unter 80, sehr gut, dann haben wir hier unsere Gefechtsbreite ganz gut ausgenutzt. Wie sieht's hier aus? Nur noch zwei Divisionen, nur noch 18 Breite gegen 78. Die sollten wir schnell besiegen können. Wenn wir Glück haben, können wir bald schon in die Nachbarprovinzen von Nanjing vorstoßen, von der Hauptstadt. Das wäre natürlich ein Riesenerfolg. Dieser Angriff hier wird jetzt sogar von der deutschen Division unterstützt. Sehr gut gegen die Sowjets. Dann sind die hier schon mal blockiert. Das sieht auch gut aus. Die Division hier sollte auch klarkommen. Und ja, das sieht ganz gut aus. So, der Angriff hier, der stockt jetzt ein wenig. Aber dafür ist diese beiden Angriffe hier nun vorüber. Und ich denke, wir könnten aber dann tatsächlich von der Provinz aus hier unterstützen. Das heißt also auf 120 hochgehen. Dann hätten wir also... Moment mal, ach Gott, mein Rechenzentrum im Kopf ist gerade irgendwie ein bisschen kaputt. wir haben jetzt 80, wir kriegen 120, wir haben 28 ausgefüllt, das heißt, wir haben 92 Breite übrig, ne? Ja, 92 Breite können wir ausfüllen, hier hätten wir 33. Wie groß sind die? 12 sind 45 und die sind jeweils, glaube ich, 10 breit, ne? Können wir eigentlich mit allen hier den Angriff unterstützen. Ich habe auch keine Angst, dass die mich nochmal angreifen, weil die müssen sich jetzt erstmal erholen. Die werden sich so schnell nicht wieder zurückmelden. Okay, so, das haben wir auch. Oh, hier sind schon 7 Divisionen drin. Ja, hier können wir nicht mehr ewig kämpfen. Aber solange wir das noch können, sind diese Divisionen hier festgesetzt. Das ist eine sehr gute Nachricht, genau wie hier oben. Noch sieht es hier gut aus, auch wenn die Organisation langsam nachlässt, aber wir blockieren diese Feinddivision. Genau wie hier oben wird auch ein bisschen was blockiert. Hier ist gleich der Durchbruch geschafft und danach können wir dann hier ganz in Ruhe die beiden Divisionen auseinandernehmen. Das ist auch eine sehr schöne Sache, denn das ja, gibt uns hier ordentlich Unterstützung. Jetzt haben wir hier oben, glaube ich, eine Provinz erobert. Eine Feindeinheit zieht sich hier noch zurück. Die sind hier schon fast durchgebrochen in dieser Provinz. Hier werden wir noch angegriffen, aber damit kommen wir gleich klar. Da würde ich sagen, können wir hier schon mal weiter vorrücken. Das ist auch ganz wichtig. Ansonsten sieht es ja hier überall ziemlich gut aus, muss ich sagen. Das kann man alles so stehen lassen. Die Verteidigung hier kann sich locker behaupten. Die Verteidigung hier ebenfalls. Das macht überhaupt keine Sorgen. Sehr schön. Der Angriff hier sieht auch ziemlich gut aus. Da ist auch eine sowjetische Division drin, die jetzt hier blockiert wird. Gut, dann würde ich sagen, wir haben alles eingestellt. Dann lasst uns nochmal 2 Tage... Ach nee, genau. Wir haben jetzt die Kempetai gegründet.
Wir können also hier Namen und Insignien noch ändern, aber das lassen wir natürlich erstmal so. Ja, wir haben keinen Nachrichtenoffizier. Ich glaube, niemand hat ihn bisher. Für 50 politische Macht könnten wir einen. Könnten wir ja Nachrichtenoffizier werden, also da könnten wir quasi die Anführerschaft in unserer Fraktion der Achsenmächte übernehmen, aber wir wollen auf jeden Fall einen Agenten rekrutieren. Das dauert jetzt noch 28 Tage und dann können wir auf jeden Fall mit dem Agenten die ersten Missionen machen. Ein Agent steht uns frei. Können wir diese Geschichten hier schon machen? Ich glaube ja, auch ohne Agenten können wir das. Die Frage ist natürlich, wollen wir da zivile Fabriken für ausgeben, wenn wir sowieso kaum noch irgendwas bauen? Ich würde sagen, das lassen wir erstmal vorübergehend und gucken uns das später nochmal an. Mandschurei und Nordchina hatten ein Versorgungsproblem. Das finde ich auch jetzt irgendwie interessant. Dafür haben wir hier auch ein Versorgungsproblem. Also was jetzt hier los ist, ich habe keine Ahnung, ob da irgendwie gerade die Marineversorgung ausbleibt. Das wird natürlich jetzt interessant. Schauen wir uns weiter an. Erstmal werden wir hier noch zwei Tage uns das Ganze anschauen, was hier so passiert zwischendurch. Bis zum 21. November natürlich noch. So, dann haben wir wieder einige Tage hier. Genau, jetzt haben wir in Ostchina wieder Probleme. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch. 13:6. Naja, okay. So, der Angriff hier, der wird allmählich doch ein bisschen kostspieliger. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier lange Zeit den Gegner schon aufgehalten. Dasselbe hier drüben. Das hilft natürlich den anderen Truppen hier, während der Feind sich hier fast komplett abgearbeitet hat. Ja, hier sieht es jetzt schwierig aus. Hauptsächlich deswegen, weil wir diesen blöden Nachschussmodifikator haben. Aber da können wir jetzt nichts machen. Und weil unsere Panzer noch nicht da sind, die natürlich hier im Angriff nochmal einen großen Unterschied machen werden. Gut. So, der Panzer hier wird auch schon wieder gestoppt von blöden Angreifern, die uns hier ärgern. Das ist echt blöd. 7 Divisionen haben wir jetzt hier wieder drin. Wie kommt das denn? Jetzt sind auf einmal statt 5 wieder 7. Also wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Die beiden hier sind immerhin fast runtergekämpft. Das kann sich nur noch um wenige Tage handeln. Die sind hier auch gestoppt. Hier wird auch einmal angegriffen. Und ich würde sagen, da können wir doch dann hier mal den Angriff noch weiter unterstützen, dass die schneller nachgeben. Hier drüben sieht es jetzt auch sehr gut aus. Das ist doch wunderbar. Perfekt. Okay. Ja, und hier haben wir jetzt wirklich die Schneise geschlagen mit unseren 6 ehemaligen Garnisonseinheiten, so will ich sie jetzt mal nennen. Das bedeutet also, der Feind hier wird jetzt ruckzuck vernichtet werden. Da steuern wir auch noch ein bisschen was dazu bei, dass das möglichst schnell passiert. Und dann haben wir hier 2 Divisionen des Feindes schon wieder weniger auf der Feindesliste. Sehr, sehr gut. Okay, ich würde sagen, die Truppen hier lassen wir jetzt noch 2 Tage angreifen und dann werden wir denen entsprechend auch mal eine gewisse Ruhezeit gönnen. Wir können auch noch nicht wieder die nächste Eskalationsstufe einrichten. Das ist noch nicht möglich. Ja, hoffen wir mal, dass wir hier auch schnell vorankommen. Das wird aber dauern. Und vor allen Dingen hier. Das ist jetzt sehr wichtig, dass wir hier die Zangenbewegung zumachen. Rund um diesen See, der hier in der Mitte verläuft und den großen Fluss. Sodass wir dann hier möglichst viele Divisionen einkesseln können. Das wäre jetzt so das nächste operative Ziel, um den Gegner hier ultimativ zu schwächen. Ich glaube, wenn der so viele Divisionen hier verliert, dann ist die Einnahme von Nanjing sehr wenig gefährdet. So, hier sind allerdings wieder viele Einheiten unterwegs, unter anderem auch russische, die ich nicht angreifen kann, weil ich mich gerade immer noch in der Verteidigung befinde. Na gut, müssen wir mal gucken, ob wir die woanders abfangen können, bevor sie in Nanjing sind. Wenn nicht, ist das auch wieder, denke ich mal, halb so wild. Die Einheiten hier werden sich auch nicht mehr lange halten können. Die sind auch kurz vor dem Zusammenbruch. Hier haben die Gegner jetzt ihren Angriff aufgegeben. Und er hier drüben hat irgendeine Möglichkeit zum Aufwerten von irgendwas. Aber ehrlich gesagt stimmt das gar nicht. Das ist wieder hier so ein Anzeige-Bug. Das macht das Spiel ganz gerne, dass es einem hier anzeigt. Wir könnten eine Eigenschaft zuweisen. Ja, bei ihm stimmt das ja sogar, aber nur als Feldmarschall. Da setzen wir ihn ja nicht als solchen ein. Und auch er hier hat nichts Neues. Okay, gut. Liebe Leute, ansonsten gucken wir mal, was die Luftstreitkräfte so tun.
in diesem Bereich hier. Ja, die haben sich jetzt hier eingependelt, weil wir einen Teil der Kräfte ja wieder nach Norden geschickt haben. Da wollte ich jetzt nicht ganz so... Ja, hier haben wir jetzt auch einige Truppen bombardiert. Wir haben jetzt Jäger leider einen verloren. Feindliche Jäger leider null verloren. Die sind jetzt irgendwie wieder abgezogen auch. Sind wahrscheinlich wieder hier im Süden oder sonst wo. Ich habe keine Ahnung, wo der Feind seine Jäger die ganze Zeit hinbringt. Das ist irgendwie super eigenartig. Mal sind die da, mal sind sie wieder weg. Das ist alles ganz super, super komisch. Okay, ja, liebe Leute, dann lasst uns nochmal 2 Tage ins Land ziehen lassen bis zum 23. November. Und dann gucken wir uns die Situation nochmal genauer an. Wir sehen, hier ist gleich auch die Verteidigung abgeschlossen. Und dann können die Einheiten sich schon mal ein klein wenig ausruhen. Gut, alles klar. So, wir haben es geschafft. Wir sind in die Provinz eingerückt. Werden jetzt nochmal angegriffen hier von einem kommandeurslosen, von einer kommandeurslosen Division. Das macht mir ehrlich gesagt aber keine Angst. In Nanjing stehen jetzt schon einige Truppen und marschieren hier auch fleißig durch die Gegend. Oh ja, hier kommen noch weitere Divisionen zur Verstärkung hierhin. Das ist okay. Das lasse ich gerne geschehen, wenn hier eine schwache Einheit zurückbleibt. Das gefällt mir sogar ziemlich gut. Hier haben wir 2 leicht angeschlagene Infanterieeinheiten und eine ziemlich angeschlagene Panzereinheit. Auch die, ja, könnte man jetzt sich überlegen, ob man die irgendwo noch einsetzt, aber ich denke mal, dass das jetzt erstmal nicht notwendig ist. Die Einheit könnte tatsächlich noch ein bisschen weiter kämpfen. Hier 9 Divisionen haben sie schon in den Kampf verwickelt. Wie sieht es hier aus? Ja, warum nicht noch 2 Tage? Hier drüben fliehen jetzt nämlich schon die ersten Truppen. Und wenn wir die hier so lange festhalten, das ist eigentlich eine gute Maßnahme. Dass der Gegner sich hier gar nicht erst erholen oder irgendwie drauf einstellen kann. Das ist doch eigentlich eine sehr gute Sache. So, wir könnten probieren, hierüber in die Flughafenprovinz einzumarschieren und den hier als einzige Verteidigung stehen zu lassen. Ich denke, das sollte sicher sein. Gegen 2 einzelne Einheiten hier. Sehr schön. So, die Einheiten hier haben jetzt auch die Einnahme hier vollzogen. Das heißt, wir könnten eigentlich probieren... Ich weiß nicht, wann geben die hier nach? Kriegen wir die eventuell sogar gekesselt? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich werden die vorher nachgeben. 60 gegen 20. Aber egal, wir können es ja zumindest mal probieren, was passiert, wenn wir hier in den Rückraum einbrechen mit unseren zusätzlichen Einheiten. Das finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. So, die haben aufgehört anzugreifen. Kein Mensch weiß wieso. Startet den Angriff bitte nochmal. Das finde ich ganz nett, wenn ihr das tun würdet. So, und damit, ja, ist unser Flaschenhals hier auf jeden Fall gesichert worden. Und wir können jetzt hier uns an die nächsten Einkesselungskämpfe machen und stehen schon direkt neben Nanjing. Das ist auf jeden Fall schon mal ein erster Teilerfolg. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis hier die Verteidigung abgeschlossen ist. Aber das sollten wir hinkriegen. Der Panzer macht sich auch auf den Weg. Wird jetzt natürlich noch ein bisschen dauern, aber ja, das sieht doch gar nicht so schlecht derzeit aus. Nachschub ist katastrophal nach wie vor hier oben, aber das können wir jetzt sowieso leider nicht ändern. Außer wir ziehen jetzt alle Panzer hier weg, aber das ist mir dann auch ein bisschen zu viel des Aufwandes. Dauert zu lange, das bringt alles nichts. Gut, die beiden Kämpfe sind auch bald abgeschlossen, sehr schön. Ja, sieht gut aus. Also wir haben den Gegner hier nicht nur beschäftigt gehalten, sondern ihn wirklich auch auf breiter Front an seinen Zielen, glaube ich, bisher gut gehindert. Jinan wird auch nicht eingenommen. Die gegnerische Einheit ist kurz vor dem Kollaps. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus. Schauen wir mal auf die Statistik. Oh ja, jetzt schon fast 350.000 chinesische Opfer. Ich bin mir im Übrigen nicht ganz sicher. Ich glaube, die Verluste, die zum Beispiel die Sowjeteinheiten bekommen, die sind ja teilweise auch schon stark eingeschränkt in ihrer Stärke. Ich glaube, die werden auch auf China angerechnet, weil das sind ja eigentlich russische Truppen, die aber unter chinesischer Expeditionsflagge sozusagen kämpfen, und ich glaube, die werden China mit drauf gerechnet. Deswegen täuscht dieser Verlustwert natürlich etwas. Von daher mal schauen. Angeblich hat China auch schon wieder 30 Divisionen mehr. Das halte ich übrigens für eine Fehleinschätzung. Aber gut,
schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Okay, dann haben wir alles soweit eingestellt. Wir können mal wieder in die Luft gucken. Nordchina, ja, wie gesagt, die 11 feindlichen Bomber sind noch im Operationsgebiet. Ansonsten niemand hier. Das sieht doch eigentlich auch ganz vernünftig aus. Okay, schauen wir mal, was sich jetzt hier bewegt in den nächsten 2 Tagen. Das ist ja eigentlich so mit das Wichtigste hier. Und wir sehen, wir haben hier oben noch eine Werft frei. Da kümmern wir uns gleich auch nochmal drum. Okay, 5 Uhr, 25. November. Jetzt haben wir wirklich einige Tage geschafft. Die Verteidigung hier ist abgeschlossen. Die Truppen nicht ganz, aber fast wieder auf volle Organisation. Die beiden Einheiten treffen in 12 Stunden hier ein. Dann haben wir hier sogar 9 Divisionen stehen. Und der Angriff hier wird jetzt hier stark verstärkt. Aber von Einheiten, die alle schon ziemlich mitgenommen sind, also ob wir das hier wirklich noch durchkriegen, hängt davon ab, wie schnell wir die Chinesen aus diesem Kampf heraus bezwingen. Und inwiefern wir dann mit den Russen ganz gut fertig werden. Das müssen wir jetzt wirklich mal abwarten. Ansonsten sehen wir hier in Nanjing verlegt sich schon wieder einiges, auch hier im Süden natürlich. Ich weiß nicht, warum die Truppen, die jetzt hierhin angreifen, warum trotzdem sich noch Einheiten aus der Provinz wegbewegen dürfen. Das ist mir nicht ganz klar, was da die Regel ist. Hier werden wir jetzt auch nochmal angegriffen, damit die Einheit nicht hier reinläuft. Das ist klar, aber das dauert nicht sehr lang. Das werden wir bald geschafft haben. So, der Kampf hier wird auch bald beendet sein. Die können sich auch nicht mehr lange halten in der Hügelprovinz. Ja, die sind jetzt frei, konnten sich jetzt weiter erholen. Sind aber immer noch nicht ganz so auf ihrem Organisationslevel. Das ist echt ein Risiko. Aber bevor die Einheit nach Nanjing verlegen kann, die Russen hier, greifen wir hier auf jeden Fall an. Denn das möchte ich nicht. Oh, jetzt stehen hier 11 Divisionen. Eieiei. Aber die Einheit kommt noch ganz okay klar. Und wenn wir so viele Divisionen hier festhalten, das ist eine super Sache. Hier drüben sind es jetzt 7. Da können wir auch nicht mehr ewig standhalten, aber ein bisschen Zeit ist noch. Hier ist eine Einheit total erschöpft, die andere kann aber noch. Und ganz ehrlich, solange eine andere Einheit kann, werden wir jetzt hier den Angriff wieder aufnehmen, dass wir hier die Verlegungen wieder blockieren. Keine Frage, wir werden hier drüben angreifen, um die Provinz einzunehmen. Das machen wir auch schon mal. Ja, die hier werden hier reinmarschieren. Ich hoffe, dass das gelingt. Dass da keiner wegkommt. Die hier bemühen sich, aber haben natürlich einen schweren Stand. Dafür entlasten sie halt die Verteidigung der Region. Hier drüben, die werden auch nicht lange standhalten. Hier oben sieht es auch gut aus. Ja, jetzt können wir hier, glaube ich, langsam, aber sicher auf breiter Front vorrücken. Und hier mit 76 gegen 40 sieht es auch schon gar nicht schlecht aus. Hier, ja, hier gibt es ein paar Probleme, aber das sollte sich eigentlich auch alles irgendwie stemmen lassen. Hier könnte es jetzt eng werden im Laufe der Zeit, da müssen wir mal drauf achten. Und wir haben jetzt freie Schiffswerften. Und zwar genau eine freie Schiffswerft. Haben wir nicht hier noch irgendwie ein paar Schiffe, die wir upgraden wollten? Jetzt habe ich leider meine Unterlagen gerade nicht griffbereit, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Kreuzer der Sendai-Klasse am Aufwerten bin, ne? Wir könnten mal gucken. Bitte nur die Schiffe. Und bitte nur Neuausrüstung? Nee. Okay, das sind die beiden hier. Neuausrüstung. Ach so, das ist aber Neuausrüstung im Bereich der Schiffe. Okay, so wird das irgendwie gewertet. Okay, alles klar. Genau, das ist einmal... Ach so, doch, das sind einmal hier die Nagato-Klasse. Moment, welche ist denn das jetzt? Die Mutsu und die Hyuga werden hier gerade aufgewertet. Ein neues Schiff der Ise-Klasse und ein neues Schiff der Nagato-Klasse. Und wir bauen hier, glaube ich, noch ein Schiff der Mogami-Klasse. Die Suzuya. Wir bauen die Suiho und die Hiryu. Okay. Genau, wenn wir hier einen weitermachen, dann haben wir zu viel Stahlverbrauch.
weil die so viel verbrauchen für den Bau dieser Schiffe. Ja, das ist leider alles ein bisschen zu viel. Dann würde ich sagen, wir wollen auf jeden Fall ein weiteres Schiff aufwerten. Jetzt habe ich hier ehrlich gesagt keinen Überblick mehr. Schiffe der Nagato und der Ise-Klasse waren also auch schon dabei. Genau, die Mutsu wird hier neu ausgerüstet. Wir sehen es einmal hier bei dieser Zusatzflotte. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Yoko, Kuma, Tenryu, das waren alles ältere, das sind Zerstörer. Unsere U-Boot-Flotte ist hier. Die ist ja auch in Ordnung. Ja, dann haben wir hier die Nagato. Die wir jetzt hier aber auch einsetzen zur Küstenbombardierung. Die will ich natürlich jetzt nicht upgraden. Das wäre ziemlich kontraproduktiv aktuell. Und hier haben wir die Hyuga schon getrennt. Das sind jetzt ja Schiffe, die in einer Angriffsflotte drin sind, die aber derzeit eigentlich nichts wirklich zu tun haben. Aber ansonsten haben die auch keine upgradebaren Schiffe. Dann haben wir zwei Minenzerstörer. Hier haben wir einen Kuma-Kreuzer. Ja, die beiden Schlachtschiffe blockieren jetzt auch hier den die ganzen Schlachten hier vorne. Die brauchen wir auch noch. Das sind die drei Flugzeugträger. Und hier drüben. Hier drüben haben wir auch nichts. Wo habe ich denn hier... Ach, die Sendai ist wieder da. Genau, die ist schon aufgewertet worden, die aktuelle Sendai-Klasse. Das wird das Schiff sein, weswegen wir jetzt, glaube ich, eine Fabrik übrig haben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, wo die drin war. Ich würde mal vermuten, möglicherweise in dieser ersten Einsatzgruppe. Da schicken wir sie jetzt gleich mal hin zurück. Okay, ansonsten sind hier auch nur Reservezerstörer drin. Und hier haben wir einmal ganz alte Schiffe, die wollten wir auch nicht upgraden. Shikuma und Okinoshima-Klasse und die Izumo-Klasse sowieso nicht, das sind uralte Kreuzer. Ja, puh, dann weiß ich jetzt auch nicht. Die Schiffe können wir nicht nehmen, die können wir nicht nehmen, die sind alle im Einsatz. Die können wir jetzt nicht einfach in die Werft schicken. Man könnte natürlich mal gucken... Bei der Miyoko-Klasse, ob wir da schon was vorbereitet haben. Mal, ich muss mal gucken, was haben wir denn hier? Doch, Miyoko-Klasse 1037. Warum auch immer das hier sich nicht weiter durchscrollen lässt. Jetzt geht's manuell. Miyoko-Klasse 1037. Ja, dann nehmen wir doch mal hier die Nachi und werten die schon mal auf. Kostet auch gar nicht ganz so viel. Bis zu 48 Tage bei voller Stärke. Allerdings können wir derzeit natürlich nur... Ja, eine zusätzliche dann benutzen. Okay, das Schiff ist auf dem Weg, das geschieht automatisch. Dann haben wir das auch schon mal. Gut. Okay. So, jetzt habe ich langsam auch wieder einen Überblick. Und die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt mit den Truppen, die jetzt hier stehen? Wollen wir da... 12 Stunden dauert das hier nur. Da würde ich sagen, gönnen wir denen hier nochmal eine zweitägige Auszeit. Die greifen jetzt auch an, das ist super. Die können nochmal durchhalten so lange. Die hier oben auch. Hier wird nochmal angegriffen. Die Einheit ruht sich allerdings auch aus, sodass wir hier mal ein bisschen Pause zwischen den Kämpfen haben. Gut, da würde ich sagen, weiter geht's bis zum 27. November um 5 Uhr. Lassen wir jetzt hier die Zeit weiter voranschreiten. Wir werden übrigens da oben wieder angegriffen, sehe ich gerade. Also der Gegner versucht uns hier tatsächlich... Probleme zu machen. Hat den Angriff aber zwischendurch wieder aufgegeben. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Oh, eine Einheit trifft erst in 2 Tagen und 9 Stunden ein. Okay, diese 54. Einheit. Die andere, die 8., die steht jetzt hier sowieso rum. Dann würde ich sagen, wir werden angreifen und mit den anderen beiden Einheiten unterstützen. Das sollte dann klappen, dass wir die Provinz möglichst schnell einnehmen. Der Panzer hier bewegt sich zurück, das ist super. Ja, hier wird angegriffen, aber das wird dauern. Das wird, oh, ob wir das schaffen, da bin ich mir nicht sicher. Immerhin der Nachschubsmalus ist jetzt sehr stark abgesunken, warum die sich wieder wegbewegen dürfen. Ich habe das Gefühl, immer wenn eine Einheit einen Befehl bekommt, Territorium zu verteidigen, darf die einfach rausziehen aus der Provinz. Das finde ich fragwürdig, muss ich sagen.
Das finde ich super fragwürdig sogar. Finde ich ehrlich gesagt sogar überhaupt nicht in Ordnung. Aber gut. So, ja, und weil die hier schon wieder alles Mögliche hier auf Dauer zerstören, würde ich bald sagen... was haben wir denn hier? 67. 77 von 80. Das ist ja schon okay. Vielleicht machen wir das Ganze so. Ich überlege gerade, ob wir eventuell die Einheit ihren Angriff aufgeben lassen. Die sind jetzt in mehreren Kämpfen nämlich dadurch drin. Und ob wir dann nicht sagen, wir schicken die Einheit hier rüber und lassen dann hier quasi einen Unterstützungsangriff geben, sobald sie bereit sind. Ich würde sagen, das wäre eine gute Idee. Dann schaffen wir hier auch ein bisschen mehr Sicherheit. So, was ist hier? 83% Stärke, 31. Die können eigentlich immer noch weitermachen. Stapelmalus haben die jetzt auch hier, weil sie so viele Divisionen drin haben. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist denn der Malus? 2%. Na gut, das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber naja. Modifiziert auf 57 Effizienz. Wir haben 124. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Das mit den roten Zahlen, das täuscht manchmal auch etwas. Klar, die Organisation und Stärke geht langsam runter, aber trotzdem, den operativen Vorteil, den wir bekommen durch das Aufhalten dieser Einheiten, der ist so groß, dass sich das, finde ich, schon eine ganze Weile jetzt lohnt, denn wir blockieren den Gegner und das ist eine wirklich sehr positive Sache. So, hier werden wir gleich, glaube ich, von ihm hier angegriffen, wie es aussieht. Der bewegt sich schon in unsere Richtung. Hier drüben gibt es einen Überquerungsversuch von Einheiten in diese Provinz. Das werden die aber niemals schaffen. Das ist natürlich wunderbar, denn dann schwächen wir sie hier. Dann können wir jetzt hier auch den Angriff mit unterstützen. In Jinan müssen wir jetzt nicht unbedingt besetzen. Hier kommen auch unsere Verbündeten hinterher. Das sieht alles super, super gut aus. Gegner jetzt schon bei 358.000 Mann Verluste. Wir haben jetzt 19.700 mit Japan. Ja, ein bisschen was verlieren wir hier schon bei den Einheiten, aber es ist ja nun nichts, was wir nicht wieder aufholen könnten. Und der Gegner, der hat auf jeden Fall dadurch erhebliche zusätzliche Probleme. Und damit kommen wir natürlich sehr, sehr gut klar. Genau, lassen wir den Gegner ruhig angreifen. Hier dürfen sich jetzt schon wieder zwei Russen verlegen. Das ist natürlich richtig blöd. Sobald die hier eintreffen, können wir unseren Angriff hier im Prinzip komplett abblasen, wie es aussieht. Schade. Vielleicht kriegen wir hier sogar noch eine Abfangmanöver hin. Das wäre natürlich ideal, aber ich glaube, wir werden nicht rechtzeitig eintreffen. Wann sind die da? Ein Tag, 8 Stunden. Ja, 6 Tage, 6 Stunden. Nee, nee. Das wird nicht funktionieren. Ein Tag 15 Stunden und dann müsste man hier angreifen. Ja, ein Tag 15. Oh, das ist gar nicht mal so weit auseinander. Aber wahrscheinlich sind wir ein paar Stunden zu spät mit der Einheit. Schade drum. Wirklich schade drum. Dann reicht es auch, wenn wir hier reinmarschieren. Okay, mehr können wir jetzt aktuell hier nicht machen. Aber immerhin, es sieht schon ganz gut aus. Ich denke, wir können den Ring trotzdem irgendwie schließen hier. Auch wenn jetzt hier weniger Divisionen von uns den Gegner hier angreifen können, aber das sollte trotzdem insgesamt eigentlich ganz gut klappen. Frage ist, ob wir nicht sogar die Einheit hier auch rausgehen lassen. Und die eventuell nicht sogar hier dann auch mit reingehen lassen. Ich glaube, das macht durchaus Sinn. Dann haben wir hier nur noch 30 Angriffsbreite. Aber ganz ehrlich, diese Einheiten können sich sowieso super schlecht verteidigen hier. Gut, die kriegen jetzt... Ja, ich weiß gar nicht. In mehreren Kämpfen Malus kriegen die jetzt, glaube ich, weggenommen, ne? Ja. Mal gucken. Das muss ich mir anschauen. In der nächsten Folge, liebe Leute. Ob das hier wirklich Sinn macht. Ach so, und wir können den Krieg noch mal ein letztes Mal eskalieren, glaube ich. Genau, den Krieg in China eskalieren für weitere positive Effekte. Das dürfte bedeuten, dass wir, genau, unseren Malus hier jetzt komplett verloren haben gegenüber chinesischen Truppen im Angriff und auch in der Verteidigung.
Das heißt, unsere Truppen kämpfen jetzt sogar noch besser als vorher. Das ist eine gute Maßnahme, eine gute Sache. Das finde ich auf jeden Fall ganz gut. Ich denke, wir unterstützen jetzt auch hier nochmal, dass wir die jetzt schnell besiegt bekommen. Und theoretisch könnten wir jetzt auch hier nochmal unterstützen, damit auch dieser Angriff erfolgreich ist, damit wir hier auf einer breiteren Front vorrücken können. Okay, das soll es erstmal sein mit unseren strategischen Überlegungen. Wieder eine sehr lange Folge heute, aber es kommt halt sehr, sehr schnell, dass man sich hier in einigen Sachen doch ziemlich versteigen kann. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Wir kommen ja trotzdem relativ ordentlich jetzt voran, 10 Tage immerhin. Und ich hoffe, dass das demnächst sogar noch schneller gehen wird. Okay, das wär's erstmal. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Tastenauer sagt. Ciao, ciao.